Die Linke, unsere Kollegin Frau Karin Ley. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es kann nicht sein, dass ein Teil des Kapitalmarktes so gut wie gar nicht reguliert wird. Auf diesem sogenannten grauen Kapitalmarkt werden Verbraucherinnen und Verbraucher Jahr für Jahr um Milliardenbeträge in zweistelliger Höhe geprellt. Was ändert nun, und das ist ja der Streitpunkt, der Gesetzentwurf der Bundesregierung an dieser misslichen Lage? Aus unserer Sicht leider ausgesprochen wenig. Auch ich möchte auf einige Schwächen des Gesetzentwurfs eingehen, der heute zur Abstimmung steht. Einmal die bereits angesprochenen Beipackzettel, die ja immer wieder so gerne gerade von der Verbraucherministerin Aigner angepriesenen Infoblätter für Finanzprodukte sind kaum standardisiert. Sie unterliegen keiner Aufsicht. So können sie doch gar keine zuverlässige Informationsquelle für Verbraucherinnen und Verbraucher sein. Dann kritisieren wir auch die Reichweite des Gesetzes. Wir sind der Auffassung, dass mindestens auch eine Ausweitung, eine Regulierung im Bereich der Schrottimmobilien dringend notwendig ist und sind selbstverständlich als Linke der Auffassung, dass diese Produkte überhaupt nicht auf den Markt gehören. Aber auch aus unserer Sicht der zentrale Kritikpunkt, es ist bereits angesprochen, die freien Vermittler sollen nach dem Willen der Bundesregierung der Gewerbeaufsicht unterstellt werden, statt der Finanzaufsicht. Damit wird eine kompetente und eine länderübergreifend einheitliche Aufsicht verhindert. Ich werde auf diesen Punkt gleich noch eingehen. Damit bleibt aus unserer Sicht der graue Kapitalmarkt ein Einfallstor für Betrug und auch ein Tummelplatz für unkalkulierbare Risiken. Und die Leidtragenden dieser mangelnden Regulierung, das sind Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, also Menschen, die relativ wenig Geld haben, die wenig über wenig Anlageerfahrung verfügen und die natürlich auch ihr Erspartes in sicheren Händen wissen wollen. Wir sagen als Linke, einen solchen grauen Kapitalmarkt darf es deswegen überhaupt nicht länger geben. Mit unserem Entschließungsantrag legen wir ein Maßnahmenpaket zur Überwindung des grauen Kapitalmarktes vor. Lassen Sie mich auf einige Aspekte eingehen. Wir fordern schon seit langem einen sogenannten Finanz-TÜV. Das heißt, wir möchten, dass alle Formen der Geldanlage geprüft und zugelassen werden müssen, bevor sie auf den Markt kommen. Nur so kann verhindert werden, dass sogenannte Finanzinnovationen, die sich später dann als Finanzschrott herausstellen, ungeprüft auf den Markt gelangen. Weiter sagen wir, nicht nur die Finanzprodukte, sondern auch die Finanzvermittler müssen einer fachlich kompetenten und einheitlichen Finanzaufsicht unterliegen. Ein Flickenteppich zwischen Finanzaufsicht und Gewerbeaufsicht, wie er sozusagen jetzt die Konsequenz wäre, das kann diese Anforderung nicht leisten. An dieser Stelle kann ich mich der Kritik von Kollegen Sieling völlig anschließen. Wir sind allerdings als Linke auch der Auffassung, dass die BaFin durchaus auch an Interessenkonflikten leidet oder leiden kann, nämlich denjenigen zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Verbraucherinnen und Verbraucher auf der anderen Seite. Deshalb schlagen wir als Linke mittelfristig auch eine eigene Verbraucherschutzbehörde für die Finanzmärkte vor. Meine Damen und Herren, einen letzten Punkt möchte ich ansprechen. Wir kümmern uns als Linke nicht nur um den Anlegerschutz, wir kümmern uns auch um die Menschen, die gar kein Geld haben, das sie anlegen können, sondern die darauf angewiesen sind, dass sie sich Geld am Markt leihen müssen. Es gibt nämlich nicht nur den grauen Kapitalmarkt, es gibt ja auch einen grauen Kreditmarkt. Anleger locken hier zum Beispiel mit schufafreien Krediten und berechnen Vorleistungen, ohne dass überhaupt ein Kredit vermittelt wird. Auch hier muss aus unserer Sicht dringend etwas geschehen. Das sieht auch die Verbraucherschutzministerkonferenz vor und hat bereits vor einem Jahr, und zwar einstimmig, also auch mit Stimmen der Koalition, ein Vorleistungsverbot bei der Kreditvermittlung gefordert. Geschehen ist seitdem nichts. Auch hier muss die Bundesregierung endlich handeln. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Dieser Gesetzentwurf ist deswegen aus unserer Sicht ein viel zu vorsichtiger Schritt. Ausreichend zur Überwindung des grauen Kapitalmarktes ist er bei weitem nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ley. Jetzt für die Frage.